Nach heutigem Stand der Wissenschaft gibt es seit etwa 3,8 Milliarden Jahren Leben auf unserer Erde. In dieser langen Zeit hat sich das Leben im Laufe der Evolution in viele Richtungen entwickelt. Wir kennen heute etwa 1,8 Millionen Arten von Tieren, Pflanzen und Pilzen, mit denen wir uns den Planeten teilen. Doch was ist überhaupt eine Art? Die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, wie es auf den ersten Blick scheint. Um der Antwort näher zu kommen, schauen wir uns verschiedene Beispiele an. Ein bekanntes Beispiel sind Pferd und Esel. Beide sind eigene Tierarten. Werden die beiden Arten miteinander verpaart, bekommen sie Nachkommen, Maultiere oder Maulesel. Doch diese können selbst keine Nachkommen zeugen, weswegen sie nicht als eigene Art bezeichnet werden. Um also als eigene Art gelten zu können, muss diese fortpflanzungsfähig sein. Wir sprechen hier von dem biologischen Artkonzept. Ist damit die Frage schon geklärt? So einfach ist es leider nicht, denn das biologische Artkonzept ist nicht auf alle Lebewesen anwendbar. Es gibt nämlich auch Tiere und Pflanzen, die sich ungeschlechtlich fortpflanzen. Dazu zählen unter anderem Korallen, verschiedene Insekten und Pflanzen. Hier brauchen wir also einen anderen Weg, um eine Art zu definieren. Eine Möglichkeit ist das sogenannte morphologische Artkonzept. Demnach werden diejenigen Organismen zu einer Art zusammengefasst, die das gleiche Aussehen und den gleichen Aufbau besitzen. Doch auch das morphologische Artkonzept hat seine Grenzen. Manche Lebewesen sehen gleich aus, sind aber unterschiedliche Arten. Andere sehen unterschiedlich aus, gehören aber zur selben Art. Wir brauchen also noch andere Konzepte. Nach dem genetischen Artkonzept werden Arten nach ihrer Ähnlichkeit der DNA zugeordnet. Beim ökologischen Artkonzept nach ihrer Lebensweise. Es gibt noch zahlreiche weitere Artkonzepte, über die wir Arten definieren können. Denn das Leben kommt in unzähligen Varianten, Formen und Farben daher und lässt sich nicht so einfach katalogisieren, wie wir es als Menschen gerne hätten. Doch unterschiedliche Artkonzepte lassen uns die Komplexität des Lebens besser beschreiben. Aber warum ist das überhaupt wichtig? Wenn wir der Frage nachgehen, in welchen Arten Leben auf unserem Planeten vorkommt, kommen wir auch der großen Frage immer näher, was überhaupt Leben bedeutet, wo es herkommt und wie es sich entwickelt. Außerdem helfen uns Artkonzepte, Lebewesen und ihre Bedürfnisse besser zu verstehen. Und das ist wichtig, denn nur was wir kennen, können wir auch schützen.